Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um den Windows 10 Oktober Update von Microsoft, natürlich, der viele User in den Panikmodus versetzt hat. Und zwar dadurch, dass nach dem Update beim sehr vielen Nutzer diverse Probleme auftraten. Das größte Problem allerdings war, dass da Dateien und auch ganzen Ordner, wenn auch leer, aus ihrem User-Profil automatisch gelöscht wurden. Die waren also einfach verschwunden, ja. Bilder, Filme, Musik, Dokumente und so weiter. Es geht hier wohlgemerkt nur um den Standardordner hier aus unserem User-Verzeichnis, wie gesagt. Ja, das sind also die sogenannten bekannten Windows-Ordner. Die waren teilweise oder ja komplett weg. Dass man da erstmal in Panik gerät, ist nur verständlich, würde ich sagen. Nun hat Microsoft die Verteilung des Updates gestoppt und ist natürlich der Sache auf den Grund gegangen. Jetzt ist es nun raus, wie es dazu kam und wie das passiert ist. Und nun will ich euch schnell zeigen. Ich denke, dass es vor allem für die Betroffenen unter euch interessant ist. Also zuerst wurde vermutet, dass da eine bestimmte Group Policy, ja, eine Gruppenrichtlinie dafür verantwortlich ist. Allerdings wurde dann letztendlich festgestellt, dass da die Option KFR, ja, die Known Folder Redirection, oder ja, besser gesagt, dass nur die User betroffen sind, die diese Option genutzt haben, ja, diese Known Folder Redirection. Das ist eine Option, also für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, ist eine Option, die uns ermöglicht, die Standardordner hier aus dem User-Verzeichnis, ja, wie hier Bilder, Dokumente und Downloads und so weiter, halt an einen anderen Speicherort zu ja, speichern, an eine andere Stelle einfach, auf eine, weiß ich nicht, andere Partition, andere Festplatte oder auch auf ein Netz. Laufwerk oder auch eben auf unserem ja, OneDrive Laufwerk halt. Ja, die meisten nutzen das einfach, um vielleicht hier auf C Platz zu sparen oder ja, warum auch immer. Jedenfalls gibt es hier die Möglichkeit, diese Speicherung zu ändern. Und wir haben jetzt, das geht ratzfratz hier sehr einfach, den Ordner hier markieren, rechte Maustaste auf Eigenschaften, hier haben wir den Reiter Pfad, ja, hier wird unser Pfad angezeigt, wie erwartet, und hier haben wir die Option verschieben, ja, einfach draufklicken, und nun haben wir jetzt die Möglichkeit, den Ordner hier woanders zu verschieben, so dass, ich erstelle mir mal hier, ich lasse mal auf dem Desktop einfach jetzt hier zum Test, oder so, der Name spielt jetzt keine Rolle. Ist nicht vorhanden, okay. Ich wollte aber zack, damit das einfach mal, der wird dann eben sowieso umbenannt hier. Zack, zack, irgendwas ist hier, aber ich breche das mal ab und mache das schnell nochmal. Eigenschaften, Pfad, verschieben, Desktop, neue Ordner. Okay, ich lasse mal neue Ordner 3 hier und auswählen. Ja, hier ist schon der neue Pfad drin. Wenn ich jetzt auf Übernehmen klicke, werden wir jetzt hier gefragt. Hier haben wir nochmal die alte, also das alte Speicherort, das neue hier. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Daten einfach zu verschieben. Ja, komplett. Ich mache mal ja und okay. Und schon ist mein Ordner hier auf dem, das war jetzt, glaube ich, ja, das war vorhin. Okay, Bilder hier, ja, das wurde erstellt hier. Zack. Wir sehen hier den Pfad nochmal, ja. Bogi, Desktop, neue Ordner, also Users, Username und tralala, Speicherort halt. Hier, wenn wir nochmal nachschauen, das gleiche, ja, das ist der gleiche Ordner, der wurde jetzt verschoben. Also die Daten sind jetzt an einer Stelle gespeichert, und zwar hier. Nun gibt es aber die Möglichkeit auch die Daten hier, die Bilder ja, zu kopieren sozusagen, also den Ordner hier zu ja, zu moven,
und die Daten auch noch an den alten Speicherort zu behalten. So, ich mache das jetzt, wir können das einfach rückgängig machen hier, indem wir wieder herstellen, übernehmen, ja, okay. Und jetzt dauert ein kleiner Moment und schon ist das alles hier wieder hergestellt, denke ich. Genau. Wenn wir jetzt, ich glaube, ich kann das jetzt nicht so ganz genau nachstellen hier. Verschieben und erstelle mir nochmal einen neuen Ordner 2 hier. Zack. Übernehmen. Und jetzt klicke ich mal auf Nein hier. Der Pfad bleibt hier drin. Okay. Der neue Pfad ist da. Zack. Ja, zack. Okay. Der Ordner müsste, ich schließe das mal. Ist jetzt da, der wird jetzt leer sein. Genau. Okay. Okay. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die Daten an den alten Ordner, in den alten Ordner auch beizubehalten und als Kopie sozusagen, so dass sie dann eben doppelt sind. Und nun, ja, die Ursache des Ganzen ist, dass das dieses Windows 10, dieses Oktober-Update wurde eben so entwickelt, dass die doppelte Dateien hier und oder leere Ordner hier, es geht immer noch um den Standardordner hier in uns, also die bekannten Windows-Ordner. Wenn diese Ordner leer sind, halt oder doppelt und doppelte Dateien halt, dass die automatisch gelöscht werden. Ja? Und dadurch kam das jetzt zustande, dass die hier Daten weg waren. Das waren bei den User, die diese hier sich eine Kopie behalten haben, halt. Ja, also das Update wurde zurückgezogen, wie gesagt, und das wird in den nächsten Tagen nochmal losgelassen, wird gefixt halt. Wer das Update schon gemacht hat und da Probleme hat, der kann sich dann von der Microsoft Support-Seite, da gibt es ein Update der KB4464330, der das ganze Problem wieder fixt, ja, bis das richtige Update sozusagen in den nächsten Tagen wahrscheinlich wieder raus ist. Genau, das war es auch schon alles. Ich wollte euch das mal kurz zeigen hier. Ich hoffe, dass das für euch ja hilfreich war. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.